Scheiße, da ist ja noch einer. Oh nein, das ist eine Spinne. Das ist gemein. Scheiße, 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 scheiße. Ich werde nie wieder zu meinem Haus zurückfinden. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh, Creeper. Dich brauche ich nicht. Ganz schnell, ich bin einfach... Einer der... Oh nein, jetzt ist noch eine Spinne hinter mir. Und ich dachte mir noch, ach gut, dann gehst du jetzt schlafen, dann ist alles gut. Und ich bin natürlich so gierig und muss nach der nächsten Kartoffel lang. Natürlich, natürlich. Haha. Okay, die kriege ich jetzt. Aber weg, wenn sie mich nicht runterkickt, wenn sie mich nicht runterkickt. Nein, du kickst mich nicht runter. Weg mit dir. Weg mit dir. Geh woanders spinnen. Alter, geh doch. Boah. Alter, ist eine ganze Versammlung hier. Okay. Gut. Ich kann jetzt auch nicht ewig hier sitzen bleiben, ne? Oh, und da sind diese kleinen Biester schon wieder. Ja, was mache ich jetzt? Das hört sich ja komisch an, auf einem Pilz herumzulaufen. Toll, was mache ich jetzt? Okay, niemand sieht mich. Ich mache hier ganz undercover-like. Niemand wird mich sehen. Denn ich sehe auch niemanden. Atmen und wieder runter. Dieser Zombie hat mich nicht gesehen. Nein, dieser Zombie hat mich nicht gesehen. Es ist alles nur eine Einbildung. Nein, Scheiße! Guten Tag, Okto. Och Mann, das gibt's doch nicht. Oh, ich glaube, es wird heller. Es wird heller. Es wird heller. Endlich gibt es mal wieder Musik. Es war so extrem still. Ach, die Musik ist echt schön. Okay. Ich glaube, sie ziehen sich wieder zurück. Ja, ist ja schon mal super gelaufen in der ersten Runde. Ach, Mann. Ich dachte noch so, ach, das läuft ja echt nicht schlecht. Und dann muss ich natürlich trotzdem sterben. Okay, aber wenigstens waren wir erst ganz am Anfang, ne? Das ist kein Problem. So, ich schaue mich nur nach Creepern und sonstigen Mistviechern um. Und dann spielen wir wieder mal. Dreimal auf Holz geklopft, was? Ja, aber ich habe doch vorhin auch die ganze Zeit Holz gesammelt. Ist ja voll der Holzrassist hier. Ich meine, das ist doch... Moment. Das ist... Nee, doch. Ich sag gar nichts. Vielleicht sollte ich mir auch überlegen, so eine Art kleine Minecraft-Playlist oder so anzulegen. Was dann jedoch auch echt ein bisschen schwierig sein könnte, wegen der GEMA. Da müsste ich mal schauen, was es da so gibt. Aber über die Sachen mache ich mir erst später Gedanken. Jetzt muss erstmal Holz geklopft werden. So. Hier kann man auch erstmal alles wegmachen. Zack, zack. Oh, das war knapp. Oh, ja, das ist doch schön. Ob ich wieder zu meinem Platz zurückfinde? Ich kann es ja mal versuchen. Also, ich muss erstmal wieder zurück. Das kriege ich. Sollte ich zumindest noch hinkriegen. Ich hoffe, man hört mein Handy nicht, weil es die ganze Zeit herum. Also dieses Geräusch, was Handys einer bestimmten Marke immer machen. Dieses blub blub. Ihr wisst schon. Oh, Lehm. Okay, Lehm brauchen wir aber noch nicht. Wir brauchen erstmal gutes Holz.
Und gleich noch einen XP-Punkt abgesahnt. Ich kenne auch diese ganzen neuen Blumen nicht. Ich kenne wirklich nur noch die Blumen von früher. Also die Rosen und die gelben Tulpen. Keine Ahnung. Auch wenn ich eine Frau bin, über so viel Blumenwissen verfüge ich leider nicht. Okay, wenn hier schon Schweine sind, dann schnappe ich sie mir mal. Ach so, übrigens habe ich noch ein Texture Pack heruntergeladen. Ich muss es einfach... Es ist einfach genial. Ich werde euch das auf jeden Fall auch nochmal zeigen. Ich dachte mir so zum richtigen... Ich habe es mir halt angesehen, habe mir dann so die Welt angesehen, wie es so aussieht mit dem Texture Pack. Also das war aber noch eine andere Welt. Die Welt habe ich jetzt wirklich komplett neu gemacht. Und ich weiß nicht, also an sich ist es schon ziemlich genial gemacht, aber ich finde, das ist so ein Texture Pack, das kann man so vielleicht für 2-3 Folgen so als Spaß benutzen, aber wirklich dauerhaft ist es eher nicht was. Huhn! Oh mein Gott, das ist ja creepy. Habt ihr diesen irren Blick gesehen? Das war ja richtig creepy. Und da können wir auch mal gleich Eier sammeln, wie auf einem Bauernhof hier. Also hier ist auf jeden Fall sehr gut, das behalte ich im Auge. Ich werde sowieso wieder vergessen, wo dieser Ort hier war. Oh, Frames-Einbrüche. Das erwartet man eigentlich gar nicht von Minecraft. Also denkt, ja, ist eigentlich so ein Sandbox-Game, ne? Da kann ja gar nicht mal so viel schief gehen. Da sollte das Spielen selbst eigentlich das größte Problem sein. Aber das ist schon krass, wie man mit Mirror's Edge zum Beispiel sehr viel besser klarkommt als mit sowas. Übrigens habe ich zum Zeitpunkt der Aufgabe noch keine Ahnung, wann ich die Folgen von diesem Let's Play raushauen werde. Vielleicht werde ich das noch so als Zusatz zu Mirror's Edge hochladen. Je nachdem, wie ich Bock und Ziege habe. Los. So, haben wir jetzt, ja. Aber ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie man auf die Sicht umschaltet, wo man sich komplett sehen kann. Was? F9? Wie war das denn nochmal? Q? Oh, ach nee, Q war ja genau was fallen lassen. Also ich glaube nicht, dass wir hier wieder zurückfinden werden. Aber den Ort finde ich jetzt auch nicht besonders schön, um ein Haus zu bauen. Da würde ich ja doch es wirklich riskieren, ein bisschen weiter zu laufen. Oh, der Wald brennt. Bambi, der Wald brennt. Kennt ihr diese Bambi-Verarsche? Es gibt so ein... Es sieht schon ewig zurück. Oh, direkt an der Höhle ist aber auch nicht schlecht. Oh, Apfel. Es gibt mal... Ich weiß nicht, ob es dieses Video auf YouTube gibt, aber auf jeden Fall gab es mal so eine Bambi-Verarsche. Hatte die so bescheuert. Wo irgendwie... Also halt, der Wald hat angefangen zu brennen und so weiter. Die Stelle und dann war halt dieser Hase... Ich glaube, der ist... Klopfer ist er doch, oder? Auf jeden Fall, das war echt bescheuert. Und es brennt ja echt alles weg. Vielleicht sollte ich doch nicht so nah hier machen. Und der hat dann so in so einem richtig komischen Ton gesagt, Bambi, der Wald brennt. Und die Verarsche ist eigentlich total bescheuert, aber es ist trotzdem auch irgendwie genial. Ich glaube, das war eines der ersten Videos, die ich damals auf meinem Handy hatte. Oh, Alter! Alter! Wo bist du denn hergekommen? Willst du mit mir wohnen, Ziege? Habe ich jetzt einen Mitbewohner? Obwohl, soll ich wirklich hier ein Haus machen? Oder vielleicht in so einem Hügel? Ich glaube, so ein Hügel ist nicht schlecht. Da bin ich dann ein bisschen geschützter, bisschen besser geschützt vor den ganzen NPCs, den ganzen Angreifern. Ah, da muss ich immer so viel latschen, bis ich dann
wieder zu Hause bin. Was gibt's denn dahinter? Vielleicht sieht die Landschaft dahinter ja schöner aus. So groß wie der Berg ist. Kühe! Wuhu! Und oh mein Gott, sind das viele Bäumchen. Und da ist auch noch ganz viel Baum. Wald. Sagen wir einfach mal Wald. Das ist schon wieder so still. Ich stehe kurz davor, auf meiner Tastatur Play zu drücken. Dann würde sich Spotify melden. Aber ich habe keine Ahnung, welches Lied jetzt kommen würde. Deswegen lasse ich es lieber. Ist auch echt doof mit der GEMA. Aber dass die GEMA doof ist, darüber braucht man sich ja mittlerweile nicht mehr zu beschweren. Das ist ja schon gang und gäbe. Genauso wie sich darüber aufzuregen, dass dass Computerspiele gewalttätig machen. Ja. Was machen wir jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal einfach aus Prinzip hier, weil ich Angst habe, dass ich gleich wieder drauf gehe. Und mache erstmal. Fortgeschrittenes Handwerk. Und mache erstmal eine Werkbank. Und eine Spitzhacke. Ja, was möchtest du, Handy? Ach stimmt, das war ja erst so und dann so, genau. Ich bin übrigens gespannt, ob sich einer von euch vorstellen kann, was für ein Skin. Das ist nämlich kein, ja, stinknormaler Skin, den ich... Was mache ich da eigentlich? Ach, auf jeden Fall ist es kein, ja, stinknormaler Skin. Die Farben dürften eventuell schon Auskunft darüber geben, was für ein Skin es ist, beziehungsweise in welche Richtung er geht. Bin ich mal gespannt, ob ihn einige von euch erkennen werden. Also doch mal hier, ne? Skin. Die Farben sollten eigentlich einen Hinweis darauf liefern, aber ich bin echt gespannt, ob da jemand darauf kommen wird. Denn ich muss zugeben, so einfach ist es nicht. So, ja, ich halte es einfach hier ab. Oh nein, ich bin kurz vorm Sterben. Und mach mir einen Ofen, einen ganz freshen Ofen. Ah, Moment. Ich habe Angst, runterzufallen. So, jetzt mach mir einen freshen Ofen. Zack und zack. Heiße Angelegenheiten. Oho. Oh. Was ist... Achso, graue Wolle. Ich habe mich schon gefragt, was das ist. So. Wie macht man nochmal Holzkohle? Wie macht man nochmal Holzkohle? Ich weiß nicht mehr. Nee, Moment mal. Muss man das nicht hier reintun? Doch, man muss das hier reintun. Aber vielleicht habe ich ja Glück und finde ich hier ganz zufällig Kohle. Wo ich mir das nicht vorstellen kann, dass es in solchen Höhen Kohle gibt. Ich versuche es einfach. Ist, glaube ich, auch ein bisschen blöd, direkt an so einer Wolkenwand was zu machen. Ach man. Ich nehme es jetzt einfach wieder mit. Es war jetzt eine sinnlose Aktion, aber egal. Ich nehme es jetzt einfach wieder mit. Und versuche, ohne drauf zu gehen, nach unten zu gehen. Ich hoffe, es ist keine Fehlentscheidung. So. 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 Ah. So. 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 Okay. So. So, so, so. Ah, ha, ha, so. Ist was geschafft. Ja. Oh nein, es wird wieder dunkel. Oh nein, es wird wieder dunkel. Es wird viel zu schnell dunkel. Ach, da ist wieder der brennende Wald. Ja.